Frau Merkel, ich gebe Ihnen recht. Mit aller Härte des Rechtsstaates müssen wir durchgreifen gegen den Totschlag, gegen die Morde, die sich ja mittlerweile auf unseren Straßen abspielen. Wenn man in Deutschland am falschen Ort zur falschen Zeit ist, kann es einen ja auch erwischen. Und zur Rechtssicherheit und zur Rechtsstaatlichkeit muss auch dazugehören, dass Youssef A., der mutmaßliche Iraker, weil nachträglich hat sich ja herausgestellt, dass alle seine Dokumente gefälscht waren. Wir reden von dem Mörder, ich sage Mörder, nicht Totschläger, von Chemnitz, dass er unerlaubt eingereist ist, mehrfach straffällig geworden ist und sein Asylantrag abgelehnt wurde. Das ist bei Ihnen im Übrigen nicht ein Einzelfall, sondern es ist die Regel, die Sie als Regierung zu verantworten haben. Sie, Frau Merkel, sind zum größten Sicherheitsrisiko in diesem Land geworden.